Wenn Sie sich ansehen, was jetzt passiert in Hochgebirgsseen, welche eine Saisonalität haben, dann sehen Sie eine Eisdecke oder wir nennen es auch Winterdecke, die sich zusammensetzt aus dem Eis und dem darüberliegenden Schnee, welcher diesen permanent zugefrorenen Seen in den Oasen der Antarktis fehlt. Dann sehen Sie hier diese sandwichartige Struktur. Oder wir sagen immer ein Mannerschnitten-Eis, wo man praktisch Waffel hat, Schokolade, Waffel. Und hier sind es einfach verschiedene Eisarten, welche sich bilden durch Schneefallereignisse, Tauprozesse, Wassereinflüsse. Und beginnen tut diese Eisbedeckungsphase bei uns traditionellerweise im Herbst in einer kalten Nacht, wo das Seewasser durchfriert oder zum Beispiel nur ein paar Zentimeter friert. Wenn es dann drauf schneit, dann ist es ein sehr großes Gewicht auf dieser Eisdecke. Und Eis ist ja etwas elastisch, es wird sich durchbiegen unter diesem Gewicht. Und drunter kann man die Wasserseile nicht komprimieren, das heißt, das Wasser muss irgendwo hin. Es bilden sich dann kleine Risse in dieser Eisdecke, wo das Wasser dann den Schnee flutet und somit dann auch wieder gefrieren kann. Das heißt, es bildet sich ein Eis, das sehr milchig ausschaut, sehr viel Luftblaseneinschlüsse hat. Man nennt es auf Englisch auch White Ice oder auf Deutsch Trübeis. Im Gegensatz eben dazu, das allererste Eis, welches aus dem Seewasser entsteht, welches glasklar ist, und das nennt man bei uns auch Klareis oder auf Englisch Black-Eis. Weil wenn Sie sich vorstellen, Sie stehen auf einem erst frisch zugefrorenen See drauf, dann ist es wie eine Glasplatte und Sie sehen dann praktisch nur schwarz drunter, das ist darum auch Black-Eis. Diese Trübeisschicht kann dann als Gesamtes durchfrieren oder wieder isoliert werden von einem Schneefall. Wenn es isoliert wird, sodass es nicht ganz zufriert, dann bleibt es als Mattschicht entstehen. Und somit können diese alternierenden Schichten entstehen zwischen diesem Trübeis, Matsch und drunter die allererste Klareisschicht. Und das ist eben diese sandwichartige Struktur, die speziell für Seen, welche auch von Schneefall betroffen sind, charakteristisch sind. Wenn Sie sich hier die Abkürzungen ansehen, wir haben hier einen großen Pfeil mit der Bezeichnung PAR, das ist die photosynthetisch aktive Strahlung, die natürlich einfällt auf dieses Eispaket. Und wenn Sie sich die kleineren Pfeile darunter ansehen, dann sehen Sie, wie viel Licht prinzipiell noch durchkommen kann. Und im Extremfall finden wir nicht mal mehr 0,1% des einfallenden Lichts, welches dann in das Pelagial, also in die freie Wassersäule kommen kann. Und das ist speziell für phototrophe Organismen sehr limitierend. Das heißt, man findet oft im Hochgebirge sehr schwachlichtadaptierte Organismen, die mit dem geringen Lichtangebot noch auskommen können. Was Sie hier als rückgehenden Pfeil sehen können, als Albedo betrachtet oder bezeichnet, ist eben die Rückstrahlung von der Eisoberfläche, was jetzt überhaupt verloren geht und gar nicht einmal durch das Eis durchdringen kann, sondern wieder in die Atmosphäre reflektiert wird. Und je sauberer der Schnee ist, je weißer, umso mehr wird natürlich rückgestrahlt. Wenn der Schnee natürlich älter ist, schon etwas schmutziger, dann wird schon wieder mehr absorbiert. Hier sehen Sie eine Luftaufnahme von diesen Dry Valleys, von denen ich vorhin gesprochen habe, diese sehr spezielle klimatische Oase, die praktisch ja, eisfrei an Land ist, jedoch nicht eisfrei auf den Seen. Hier sehen Sie den permanent zugefrorenen Lake Bonney als Beispiel. Diese Landschaft ist auch in einem globalen Programm integriert, das sich LTER-Programm bezeichnet, das steht für Long-Term Ecological Research. Das heißt, man will Landschaften heranziehen, um über sehr lange Zeitdauern Daten zu generieren, welche reproduzierbar sind,
welche Aufschluss geben können über den Klimawandel, wo man eventuell auch Modelle damit speisen kann. Das Spezielle daran ist eben, dass das transantarktische Gebirge hier den Niederschlag abblockt und darum diese trockene Atmosphäre schafft. Das heißt, diese Seen haben eine Schichtung, welche über Tausenden von Jahren schon bestehen bleibt. Das heißt, bei uns im Hochgebirge hat man dann im Sommer, wenn das Eis weg ist, wieder eine Durchmischung. Das heißt, die Schichtung bleibt hier für mehrere Monate bestehen. In der Antarktis eben für tausende Jahre oder sogar noch länger. Und die einzige Nährstoffquelle, die Sie hier sehen, sind die angrenzenden Gletscher, welche für wenige Wochen flüssiges Wasser bereitstellen durch Schmelzprozesse und somit diese Seen etwas füttern können, unter Anführungszeichen. Was Sie hier als Insert noch sehen können, dieser kleine Wurm, ist praktisch der Löwe in der Serengeti. In diesen Landschaften, das ist ein Millimeter großer Fadenwurm. Also viel größere Organismen findet man dort nicht. Diese Lebensgemeinschaften sind relativ einfach konzipiert und hauptsächlich von Mikroben dominiert. Hier sehen Sie als Cartoon den Unterschied dargestellt, wie das ist bei Seen, welche Schneefall erleben, beziehungsweise keinen. In der linken Grafik sehen Sie eben diese Mannerschnittenartige oder Sandwichartige Struktur von den Eisschichten, wo wir zu unterst dieses Black-Eis haben, dieses sehr harte, dichte Eis ohne Luftblaseneinschlüsse und alternierend dazu Trübeis, Matsch, Trübeis und drüber natürlich eine Schneeauflage. Und im Schnitt werden diese Schichten bei uns im Hochgebirge oder diese Winterdecken bis zu 2,5 Meter dick, wobei das Maximum meistens im Mai liegt. In der Antarktis bei diesen Seen sind diese Schichten verschieden dick, die gehen von 4 Meter bis 20 Meter. Und was dort wieder spannend ist für Lebensgemeinschaften, ist, wenn Sand auf das Eis eingeweht wird, welches oder wo die Sandgranuli-Mikroben drauf sitzen haben, die schmelzen langsam ein durch die wenige Sonnenenergie, die während der kurzen Sommerwochen bestehen bleibt. Und die sitzen praktisch wie auf einem Träger oder auf einem Vehikel und können ein Stück einschmelzen in das Eis, solange eben die Sonnenenergie reicht. Und weil dieses Eis relativ klar ist, kann die Sonnenenergie das Eis noch durchdringen und diesen dunklen Sedimentkern so aufheizen, dass es noch eine ganz feine Schicht an Wasser gibt, also das ist eine Nano- oder Mikrometerfeine Schicht an Wasser, was eben einen aktiven Stoffwechsel erlauben kann in diesem Eisblock. Und das ist das ganz Spezielle an diesen Organismen oder an diesen Ökosystemen. Und hier noch einmal dieses Insert, wenn man diese Eiskerne aufpoliert aus der Antarktis und sich das dann unter dem Mikroskop ansieht, sieht man hier zum Beispiel eine Haufenanzahl von kleinen Zellen. Das sind Cyanobakterien, also anfangs sehr primitive Organismen, welche aber extrem gut an das Überleben in diesen extremen Standorten angepasst sind. Und die sind eben verantwortlich für die Photosynthese in diesem Eiskörper, wo man anfangs gedacht hätte, es wäre ein Paradoxon, Leben im Eis zu haben. Hier noch einmal als mikroskopische Aufnahme, wo Sie diesen Wasserfilm sehen können. Also diese dunklen Sedimentpartikel, die sich etwas erwärmen können und somit diesen feinen Wasserfilm erhalten.